Hallo, hallo! Wie angekündigt, mein nächstes Projekt, Cave Story oder Dokuzu Monogatari im japanischen Original. Also, ich weiß nicht, ob man das so richtig ausspricht, aber das ist mir egal. Ich kann kein Japanisch. Ja, Cave Story, das kam 2004 raus, nicht 2003, wie ich im Kirby Let's Play gesagt hatte. Und es wurde von einer einzigen Person gemacht, und zwar Pixel ist sein Künstlername. Wie er richtig heißt, das weiß ich jetzt nicht mehr, das ist auch ein Japaner. Und den Namen kann ich mir nicht merken, deswegen Pixel. Pixel reicht, kann man sich gut merken. Er hat 5 Jahre gebraucht, dieses Spiel zu machen. Er hat wirklich alles selbst gemacht. Er hat die Grafik gemacht, er hat die Musik selbst komponiert, er hat das Spiel geschrieben, den ganzen Programmcode und die Story geschrieben und einfach alles. Und ja, es ist ziemlich geil geworden. Also das Cave Story ist so das Indie-Game, das zeigt, dass auch Spiele, die von einer Person gemacht werden, Erfolg haben können oder richtig geil sein können, mit kommerziellen Titeln mithalten können. Und ja, ich sag mal, ich fange einfach mal an, ne? Und ja, von irgendwoher eine Übertragung. Ja, ich hatte eigentlich vor, das mit einem Deutsch-Patch zu spielen. Und ich habe zwei Deutsch-Patches ausprobiert und beide Deutsch-Patches haben mir nicht gefallen, weil die Übersetzung einfach so scheiße war. Ich sag's einfach so. Weil ich hab's ursprünglich auf dem Englischen durchgespielt und weiß deshalb, wer was sagen sollte, eigentlich. Und ja, es war einfach nicht gut. Es hat mir nicht gefallen. Deshalb spiele ich jetzt im Englischen Original und übersetze einfach für euch. Also so gut es mir möglich ist. Also, verbinden zum Netzwerk, einloggen. Chat-Algorithmus wird ausgeführt. Sue? Bist du da? Also ich werde jetzt auch nicht, also zumindest nicht, wenn ich es nicht unbewusst mache, werde ich nicht irgendwelche Stimmen mir für die Charaktere ausdenken, denn es gibt da teilweise sehr viele Charaktere und ich kann mir einfach nicht, oder ich habe keine Lust, mir dann für jeden Charakter die Stimme zu merken und jedes Mal was Neues einfallen zu lassen. Deshalb müsst ihr das jetzt einfach so über euch ergehen lassen. Bäh, selber schuld. Was guckt ihr euch das auch an? Hä? Nein, guckt euch das Gebiet bitte weiter an. Ich brauche euch, also ich brauche euch nicht, aber guckt euch das weiter an. So, ich mache mal weiter. Ich bin es, Kazuma. Ich habe es geschafft, bla bla. Ich habe es geschafft, irgendwie zu entkommen, aber ich habe mich verlaufen. Ich bin verloren gegangen. Ich habe einen Unterschlupf gefunden, aber es ist überhaupt nichts hier, bis auf diesen einen Computer. Wenn du mich hören kannst, dann antworte bitte. Bitte. So. Und hier sind wir am Startpunkt. Und wir haben keine Ahnung, wer wir sind. Haben keine Ahnung, wo wir sind. Was überhaupt los ist, was wir tun müssen. Und ja, das ist eigentlich quasi erstmal unsere Aufgabe im Spiel, herauszufinden, was hier überhaupt los ist. Gut, hier haben wir einen Speicherpunkt. Ich speichere mal eben. So. Spiel gespeichert und einen Lebensenergiepunkt, mit dem wir unsere Lebensenergie wiederherstellen können. Und später Raketen, wenn wir den Raketenwerfer gefunden haben. Ja, erste Höhle. Nach rechts können wir nicht. Da sind so lustige Sternblöcke im Weg. Und hier links sind Stacheln, die uns töten. Stacheln sind böse. Nicht reinfallen. Und Fledermäuse, die obligatorischen Gegner in Höhlen. Und unser erstes Item, eine Lebenskapsel. Und eine Melodie, die mich sehr stark an Metroid erinnert. Und das Lebenskapselsystem sowieso. Bloß, dass man hier halt nicht dann noch irgendwie 99 zusätzliche Energie bekommt, sondern einfach nur 3. Also zumindest bei dem. Jede Lebenskapsel bringt irgendwie unterschiedliche Energie. Am Anfang geben die nur so 3 und dann 4 und später richtig viel. Aber das werden wir dann ja noch sehen. Was mich auch noch an Metroid erinnert, ist ein Einsiedler. Schmied. Waffenschmied. So, er schläft. Was mich auch noch an Metroid erinnert, ist, dass man dann auch noch Raketenerweiterung finden kann. Also Missile Containers. Genau wie in Metroid. Aber klar, ich meine, das Spiel hier wurde als... Mensch, wir haben den Polarstern bekommen. Unsere erste Waffe. Juhu. Wir klauen sie einfach diesen Einsiedler. Waffenschmied. Und schon wieder eine Übertragung. Wir suchen nach dem Nutzer Sue. Oder er sucht nach dem Nutzer Sue. Und ein Benutzer Sue wurde gefunden. Uhu. Sue. Bitte antworte. Sie suchen nach dir. Schläfst du etwa? Dein Bruder ist so allein. Ja. Ja, aber was ich sagen wollte, ich habe es nicht vergessen.
Dieses Spiel ist quasi eine Hommage an viele alte Titel, wie zum Beispiel Metroid oder Zelda. Wobei Zelda, ich weiß es nicht so. Auf jeden Fall Metroid und Mega Man und Castlevania und all diese Titel. Und ja, es ist einfach nur geil. Deshalb spiele ich es jetzt auch und zeige es euch, damit ihr, falls ihr Cave Story noch nicht kennt, es auch mal erleben dürft. So, diese Gen-Dreiecke, das sind Erfahrungskristalle. Und wenn man mal oben links guckt, da wo meine Lebensenergieleiste ist, da haben wir jetzt einmal das Symbol für unsere Waffe und daneben ein paar Striche. Das bedeutet, wir haben unendlich Munition, wir können so viel feuern, wie wir wollen. Und ja, ich könnte theoretisch die Waffe wechseln, aber ich habe noch keine anderen Waffen, deshalb funktioniert das noch nicht. Und dann haben wir da ein Level 1 stehen und einen Erfahrungsbalken. Und das ist nicht etwa der Erfahrungsbalken unseres Charakters, nein, das ist ein Erfahrungsbalken für unsere Waffe. Und wenn wir diese tollen, aber gelben Kristalle einsammeln, dann kriegt die Waffe mehr Erfahrung. Aber wenn wir getroffen werden, dann sinkt die Erfahrung auch wieder. Das heißt, wenn wir genug Gegner töten und die Erfahrung einsammeln, wird unsere Waffe besser. Allerdings, wenn wir uns treffen lassen, wird sie wieder schlechter. Und das ist nicht gut, das wollen wir nicht. Deshalb versuche ich, mich möglichst nicht treffen zu lassen. Auch nicht von dieser bösen Tür, die hier uns eine Falle stellt, indem sie so tut, als wäre sie eine normale Tür, durch die man durchgehen könnte. Aber nein, man muss sie erstmal töten. So, eine weitere Übertragung und er ruft immer noch nach Sue. Antworte mir, ich bin so hungrig. Es gibt hier nichts zu essen und ich musste dazu übergehen, Kakerlaken zu essen. Haha, das war ein Witz. Haha. Aber wenn ich muss, dann werde ich es tun. Ja, was für eine Drohung. Ich drohe dir, wenn du nicht kommst und mich suchst, dann werde ich Kakerlaken essen. Ah! So, und ein böse Luckender. Böse Lucken da, jetzt fange ich auch schon an, hier halb Englisch zu reden. Ein böse aussehender Hase mit einer Narbe und roten Augen. Und er sagt, das, er gibt mir den Schlüssel. Nein, ich will nicht. Jetzt mache ich doch Stimmen. Egal. Versuchst du, Sue zu beschützen und, oh Gott, sie kennen Sue. Nachdem Kazuma, nachdem, ja, Sue. Nach der Kazuma auch sucht. Sie ist eine Fremde. Sie ist keine von uns. Sue ist eine gute Person. Ich würde sie niemals hintergehen. Toroko. Wenn der Doktor kommt, dann weißt du, dass er wieder irgendwen mitnimmt. Und wenn wir ihm nicht Sue übergeben, dann bist du vielleicht die Nächste, die von ihm mitgenommen wird. Aber. Der Schlüssel, Toroko. Und wir fallen vom Himmel und erschrecken die beiden total. Und Toroko läuft weg und King, so heißt dieser Mimiga hier. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Was? Du bist kein Gegner? Also kein Feind? Ich dachte mit Sicherheit, dass sie es waren. Ich bin King. Ich bin die Nummer 1 in diesem Dorf. Also nicht, dass das so viel bedeutet, wo nur noch irgendwie 6 Leute von uns übrig sind. Naja, eigentlich 7, wenn man Sue mitzählt. Aber sie ist keine von uns. So. Sie ist bloß eine Außenseiterin, die vor kurzem aufgetaucht ist. Ja, egal. Wir sind im Mimigadorf und wir haben immer noch keine Ahnung, wer wir sind. Wir wissen zwar jetzt, wo wir sind im Mimigadorf, aber ja, wo ist das Mimigadorf? Auch eine gute Frage. Und ich laufe erstmal rum. Hier ist die Yamashita Farm. Ach, geh rein. Yamashita Farm mit Blumen und einem Sprenkler und einem Mimiga hier oben.